heute aus meiner Küche. Ich habe nämlich mir ein frühzeitiges Weihnachtsgeschenk besorgt, und zwar einen Instapot. So sieht das Teil aus. Ein Instapot ist ein Dampftopf, der elektronisch gesteuert ist. Und ich habe ihn gesehen bei einer Inderin im YouTube, die eine indische Linsensuppe oder irgendwie was gemacht hat. Das fand ich ganz lecker, so ein Dal. Und das hat die alles in diesen Pot gesetzt, zugemacht, tipp, 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 irgendwelche Zeit eingestellt und stehen gelassen, so und weggegangen. Und das finde ich natürlich ziemlich praktisch. Ihr kennt mich ja, ich kann ja mein Internet ruhig halten, ich habe ja immer was zu tun. Deswegen auch liebe ich auch meinen Reiskocher so sehr. Ich glaube, der ist von derselben Firma, er sieht nämlich ähnlich aus. Und man kann das dann stehen lassen und das bleibt dann auch warm und schaltet sich automatisch ab. Und sowas finde ich natürlich klasse. Und es ist natürlich super schonend gekocht. Dazu gibt es einen anderen Blog. Warum ich mir das gekauft habe, wegen dieser schonenden Dampfgarweise. Das hat auch einen gesundheitlichen Aspekt. Wie gesagt, der kommt in einem anderen Blog. Aber ich werde jetzt mit diesem Instapot sehr viele Sachen kochen und ich werde mich da ganz langsam rantasten mit ganz kleinen Gerichten, ganz am Anfang, und natürlich das immer steigern, und ich lasse euch daran teilhaben. Ihr wisst ja, ich mache das immer das erste Mal und ihr dürft das erste Mal mit dabei sein. Somit kann das auch mal schief gehen. Davon gehe ich aber jetzt einfach nicht aus. Ich freue mich, werde mich jetzt mit dem Ding auseinandersetzen. Ich glaube, es ist alles... Nein, es ist nicht alles in Englisch, es ist auch in Deutsch. Somit ist es natürlich leicht zu verstehen. Werde mich damit auseinandersetzen und ab morgen gibt es dann mal das erste Gericht. Das war's. Bis dahin. Eure Kiki.